Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Battlefield 4. Ja, Premium-User können jetzt schon Dragon's Teeth spielen. Und da dachte ich mir, ich logge mich jetzt auch mal wieder bei Battlefield ein. Lang genug ist her. Wollte natürlich mit euch ein bisschen zocken. Und habe noch überhaupt keine Ahnung, wo man hier auf den Maps am besten abspringt. Hier unten, in diesem Parkhaus oder was auch immer, spielt sich immer ziemlich viel ab. Wenn wir das doch gleich mal einnehmen gehen. Ein bisschen weiter hoch. Ich habe auch nicht mal eine Ahnung, welche Knifte ich jetzt gerade in der Hand habe, aber. Okay, das ist schon mal unser Point hier. Mein Squad sieht ziemlich leer aus. Sah letzte Runde besser aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Gott. Durch das Spielen anderer Games, ne? Die Reaktionszeit. Ich fühle mich echt wie eine Schnecke. Wo ich den Feind noch nicht mal gesehen habe, hat er mich schon, keine Ahnung, fünfmal popeln sehen wahrscheinlich. Aber eins bleibt wenigstens konstant. Es wird sich noch genauso über Cheater beschwert wie sonst auch. Wie soll es auch anders sein? Warte mal, hier springt irgendwo einer ab und ich bin gleich tot. Na. Die Map ist gerade gestartet, deswegen ist hier noch nicht allzu viel los. Aber das heißt, wir können ja vielleicht mal ein bisschen gucken. Ich setze mich am besten auf die Rakete. Okay, hier scheint so ein bisschen Sniper-Territorium zu sein. Ihr könnt ja in der Zeit vielleicht ein bisschen die Aussicht genießen hier von der neuen Map. Versunkener Drache auf Deutsch heißt diese Map. Bis jetzt habe ich noch keinen Drachen gesehen. Jetzt nimmt jemand unsere Flagge ein. Da hinten haben wir schon Spieler. Und mich erschießt auch einer gleich. Auf der Deckung gehen. Scheiße. Aber mit Kill-Kill. Ficker. Hat dasselbe gedacht wie ich. Ne? Links, rechts, links, rechts. So, da brauchen wir nicht. Das hier ist immer so die hart umkämpfte Zone eigentlich. Wir müssten eigentlich mal zu Charlie gleich vor. Ich schließe mich mal aber in meinem Squad an. Er steht hier natürlich auch wieder in einer super Situation. Super Situation. Ich laber schon wieder eine Scheiße. Oh ja, danke. Danke. Jetzt hat er mich gemoved for balance. Warum bin ich? Da ist ein Spieler. Hab ich gerade gesehen. Wo ist die denn hin geflogen? Hier ist ein Spieler. Hier unten ist ein Spieler. Kannst du sagen, was du willst? Da. Ich sag's noch. Aber wie gesagt, meine Reflexe sind noch nicht die besten. Nutzt einfach dieses Video, um euch akzeptabel und super bahnbrechend über mich lustig zu machen, wie bekloppt man Battlefield spielen kann. Ich werde heute neue Rekorde im Noobigsein hier aufstellen. Ganz. Jetzt renne ich gegen die. Ach, es ist eindeutig zu spät oder ich spiele es eindeutig zu selten. Das war doch meiner. Sehr natürlich. Okay, einer von uns. Werdet von wo beschossen? Ich hab nicht mal eine Ahnung. Da. Alter. Erzähl keinem. Ich nehme eine andere Knarre. Puh, das ging gut, Junge. Alter Schwede. Aber direkt auf dem Abzug. Okay, komme ich jetzt erstmal noch nicht zur anderen Knifte. Ich glaube, ich habe die M-Tar. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Auf einer M-Tar war ich allgemein noch nicht so großartig überzeugt. Jetzt war eine übelst schnelle Schussfolge. Aber irgendwie reißt sie den Leuten nicht so die Eingeweide weg, wie ich das gerne hätte. Bin ich eigentlich mehr so fürs MG4. Aber das habe ich diesmal anscheinend nicht genommen. Ich habe einfach mein Standard-Setup genommen. Okay, die Position scheinen wir jetzt gesaved zu haben. Wir moven wieder. Da oben ist was los.
Vielleicht sehen sie mich ja nicht. Ganz unwahrscheinlich. Ich kann da so lange auch nochmal die Deckung hier gleich nutzen. Die sind oben in den Gebäuden drin. Na, herrlich. Und einer war natürlich unten, der für mich bestimmt war. Mit der AK-5C unterwegs. Wir nehmen gleich mal eine andere Knifte. Okay, Sounds fehlen. Wir gehen mal kurz außen rum. Na komm, fick dich, 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 fick dich. Oh. Oh, du kleiner Pisser. Und da kommt seine grüne Suche, klar. Von hinten. Sorry, Leute. Aber, mein Gott, ich kann nicht snipern. Ja, aber... Das war doch auch gerade grottig, oder? Bitte. Oh, und ich habe jetzt einfach mal irgendwo hingeballert. Ist immer noch das Beste, als gar nicht zu schießen. Ich verstecke mich hinter den Palmen, wollte ich gerade sagen. Letztes Squad-Mitglied, wir halten mal kurz. Gut. Ja, danke, danke, danke. Brauch mal kein Medikit. Okay, auf die Entfernung mit der Knifte definitiv nein. Die Lichter blenden mich. Könnt das nicht mal ausschalten? Kriegst du zu viel, Junge. Also die Minimap, ich muss mir die demnächst auch mal ein bisschen weiter nach innen legen. Es lenkt zu sehr ab, so weit nach unten links zu gucken. Und riechen, wo sie sind, kann ich nicht. Ja, den habe ich im Augenwinkel das rote Licht gesehen. Und dann war es das wieder. Mich darf bitte einer retzen. Jetzt. Bitte. Oder auch nicht. Danke dafür. Ich steige hier mit ein und bin direkt mal... Ich habe Höhenangst. Ich will hier runter. Hallo, tschüss. Von wo denn? Hi da. Meine Fresse, einmal zu lang hingeguckt, du Pissnäcke, du Wichser, Tricky. Ich musste erstmal wieder reinkommen hier ins Spiel. Danke für die Reanimation. Die konnte ich gut gebrauchen jetzt. Jetzt wollte ich gerade meine Panzerfaust nachladen. Das ist jetzt alles schlecht, was hier läuft. Der sich da jetzt so positioniert. Alter, der Typ geht mir auf den Sack. Aber volles Mett jetzt. Der Need Anti-Tank. Es tut mir leid. Ach du Scheiße. Und von hier komme ich natürlich weg. Was will ich denn hier oben, Alter? Oh, ja. Was will ich jetzt hier unten, ey? Beschweren kann ich natürlich auch nicht. Mensch, jetzt verpiss dich doch! Okay, ich wollte ihn jetzt gerade mit einer Rakete töten. Das war vielleicht nicht so. Ich wurde doch gestraft. Ist ja alles gut. Ich habe nichts gemacht. Ich wusste, dass der kommt. Er und das Fahrzeug. Ich hätte einen von beiden treffen können. Haben wir anscheinend ja wieder glorreiche Arbeit geleistet, die so glorreich gar nicht war.
denn? Na, was denn? Lass uns den Flaggenstatus einnehmen. Bitte. Habt ihr das super gemacht, Leute. Jetzt müssen wir weiterrennen. Jeder Meter zählt, Leute. Jeder Meter. Das ist Sea Dragon. Habt ihr Lust auf einen Cocktail? Feuerschutzhilfe. Das war alles, was ich euch bieten konnte. Lass uns doch einfach mal kurz feiern gehen. Hier ist wohl ein Scharfschütze. Dort ist er. Er hat mich erwischt. Ihr schafft das, Leute. Ihr schafft das. Ich danke euch. Ihr seid so gut. Und, Leute, macht doch vorher den Sniper weg, Mann. Macht ihn weg. Drunken Face hat mich erschossen. Und wir sind wieder... Wir verlieren da die ganze Zeit an der Stelle. Was ist das für ein Fick? Kann doch nicht nur ich da mit den Sniper-Dings rumrennen. Ja, wir machen wahrscheinlich noch ein paar andere, aber man sieht doch, was wir ausrichten, den Sniper. Oder ich. So, meine Freunde. Jetzt kommt der Sniper. Ich bin unterwegs und bin gewappnet. Euch zu unterstützen. Wie ich nur kann. Warum hüpfst du, mein Freund? Zeig mir nochmal, wo du bist. Treffer. Hilfe zählt als Kill. Nächstes Mal besser anhalten, Gunshot. Dann wird das auch was. Du stehst hier etwas ungünstig, Gunshot. Willst du dich nicht bewegen? Ich hab die Hosen voll. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich bin total... Ich siehst du. Ich hab eine super Sniper Position. Die darf ich jetzt nicht verlassen tun. Gunshot, geh jetzt. Ich geh ja schon. Das führe ich Selbstgespräche. Oh, Leute. Es ist vorbei. Ey. Jetzt steht hinten einer beim Kackehäuschen. Oh Gott. Bitte, Baby. Bitte. Ich habe euch vorgewarnt am Anfang, dass ich hier einfach nur ablöfeln werde. Boah. Mein Baby. So. Östlich von mir sind schon feindliche Scharfschütze. Hier sind keine mehr drin, das war ja klar. Ich fliege hier die ganze Scheiße extra, um am Ende keinen zu sehen. Picker. Picker, Pisser. Mann, ich fliege hier kurz außerhalb der Reichweite. Wo ist denn dein Problem? Dass du immer rumheulen musst. Ja gut, das Fliegen habe ich an sich nicht verlernt, aber gut bin ich auch nicht. So, ihr kleinen Spackens. Da ja keiner von euch eine Anti-Air mit hat, wie es scheint. Geht das Ding auch kaputt? Ich hab mich gerade vor meinem eigenen Schatten erschrocken, glaubst du das? So, hier rennen noch ein paar rum, ne? Oh, oh, der feindliche Heli, feindliche Heli. Und wir müssen mal kurz weg. Wo ist denn der Ficker? Da. Typ, bist du ehrlich abgesprungen? Junge.
Okay, geh mal kurz weg. Konzentrieren, ganz schön. Gar nie. Fast Spawn, Squad Spawn. Wir müssen doch diesen scheiß Tank da wegkriegen, oder nicht? Baby. Bonanza. Und wieder ein Baum. Wir kriegen hier noch die Typen weg. Ich sag's dir. Die nehmen sich alle keine Anti-Airs mit. Komm, wir kriegen es hin, wir kriegen das alles hin, Junge. Ich habe den feindlichen Helikopter genau südlich deiner Stellung und raus. Sorry, Leute. Junge. Ja, den Bogen habe ich nicht mehr hingekriegt. Jetzt war ich auch ziemlich konzentriert. Ich habe bestimmt gerade nicht gesprochen. Das tut mir völlig leid. Und jetzt sammle ich wieder irgendwelche Scheiße. Das mit dem Heli hat auf jeden Fall Bock gemacht. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich immer gerne Heli fliege. Auch wenn das bestimmt nicht perfekt war. Aber Spaß gemacht hat. Bombastisches zu leisten hier. Nehmen den gleich ein, Freunde. Gleich haben wir es wieder geschafft. Durch meine tatkräftige Unterstützung haben wir das Unmögliche meistern können. Hä? Und ich wurde natürlich kurz vor Ende noch mal gekillt, oder was? Und gestolpert bin ich. Nein, Sniper Limit, ich weiß. Aber das ist denen sehr früh eingefallen, mich zu killen. Auf jeden Fall wieder eine spaßige Runde, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Battlefield, Daisy, Watch Dogs, was auch immer. Schaut meine Videos. Ich mache sie für euch. Hoffe, ihr habt Spaß dran, genauso wie ich. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.